Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von GTA Vice City. Tommy Vercetti macht sich jetzt auf den Weg zu der nächsten Mission. Wird auch Zeit. Und wir haben eigentlich alles im Anfangs- oder Startgebiet erreicht, was wir wollten. Und wir machen es auf zur nächsten Mission. Die ist allerdings auf den anderen Inseln. Oh, das Ding ist so schwer zu lenken. Ich kacke ab, ey. Hä? Wo ist jetzt diese verdammte Brücke? Rechts? Wieso rechts? Diese Brücke ist rechts! Radikal. WTF, da steht noch mein Auto. Mein Auto aus dem letzten Part. Da sag ich aber nicht nein, ne? Verpiss dich da! Alter, mach's mir nicht schwerer, als es schon ist, Mann. Ja, hau die Alte weg. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Wer kennt's? Two and a Half Men, ey. Eine der besten Folgen ever. So. Ah, ich kack ab. Aber so macht's doch am meisten Spaß, oder Leute? Diese Fails. Aber auch Fails, die von mir sind, das ist doch voll unfair, ne? Und wieso hat dieser Wagen überhaupt nur einen Rückspiegel? Das verstehe ich nicht. Was halt ein Spiegel, mein Gott. Suchen wir uns einen alten Compadre. Oder sollen wir die alte Oma besuchen? Ja, der Compadre ist schon cool. Ja, raste aus! Raste aus, ich mach doch gar nichts. Hier sehen wir dann auch ein paar neue Autos wieder in diesem Gebiet, wenn wir da öfters rumstreunen. Rumstreunern. So. Kollege, hast du Missionen für mich? Kanonenfutter. Ein Problem, Tom. Papi! Un gran problema! Roberto, my son, what happened? Un gran problema! They messed with me! They messed with me for the last time! What is your problem? We'll take him out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Ist klar. In so einem Bauch bestimmt nicht. Ah, ich muss jetzt... Verdammt! Jetzt ein gutes, widerstandsfähiges, schnelles Auto mit 4 Sitzen. Oh, was für ein Zufall. Da passen die da alle rein? Ich glaube nicht, oder? Passen die alle rein? Ich weiß es nicht. Ja doch, die passen hinten rein, gut. Ich muss doch mitkämpfen. Ja, fahr ich außen rum. Reden die da? Ich kann es leider nicht verstehen, weil der Ingame-Sound echt leise ist, damit ihr mich mehr hören könnt. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich guck mal auf die Karte. Ja, Maus, fuck dich wieder ab. Soll ich nicht mehr zoomen, du? Alter, warum zoomst du nicht? Fick dich doch. Fick dich doch einfach. Da sind welche, die warten. So. Ja, ich muss mithelfen. War doch klar. Warum geht ihr zurück, wenn ich zurückgehe? Ihr Feiglinge.
Ich bin Max Payne! Bullet Time! Sniper, Alter. Sniper on the roof! They fight like girls! Take cover! We need reinforcements from the cafe! Mit dem Taxi! Boah, seid ihr langsam. Take out that cowardly sniper! Was soll ich das denn machen, Alter? Was? Willst du mich verarschen? Was bist du für ein dreckiger Bastard? Ich geh hier noch drauf wegen dem scheiß Bullen, ne? Bewegen die sich? Ich sterbe jetzt. Ja, ich sterbe jetzt. Der hat sich verpisst. Alter, gerade noch so geschafft. Wie soll ich das denn schaffen? Ich muss jetzt... Ich sterbe jetzt, Alter! Ich hab einen blotten Reifen! Ich werde von den Bullen gesucht! Wie soll ich das denn schaffen, Mann? Ja, das schaffe ich nicht. Scheiße. Ich werde so verkacken jetzt. Guckt euch das doch mal an mit diesem Wagen doch nicht. Der hat einen Platten, Alter. Und der ist übertrieben langsam und ich sterbe gleich. Ich glaube, GTA San Andreas hat noch geblutet, ne? Um das mal deutlich zu machen. Boah! 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 Verpiss dich! Ich jetzt wegen dir verliere, ne? Jetzt ist aber die Hölle los hier. Und ich fahre falsch. Och Leute, ich hänge mich am besten gleich auf. Und hört auf mir zu schreiben, Leute. So ein großer Abfuck, ey. Boah, Alter. Boah, Alter. Der hat mich jetzt gleich. Verpiss dich. Heilige Mutter Gottes, ich bin doch fast da. Das ist so verdammt fies mit der Polizei. Normalerweise ist das voll easy. Hör auf zu schieben. Hör auf zu schieben. Da ist es. Nein! Verpiss dich! Danke. 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 Ich darf jetzt nichts falsch machen, Leute. Wo ist hier ein verdammtes Krankenhaus? Ein Krankenhaus. Das ist die Polizeistation. Wo ist das Krankenhaus? Ich brauche Heilung. Und dann jetzt gehe ich nie wieder zur Mission ohne schutzsichere Weste. Heilung. Heilung. La la la. Danke. Du kannst dich ja pissen, ja, ist ja gut. K, wer ist ein K? Ach, Ken Roosevelt, ne, oder wie hieß der? Ach, keine Ahnung. Ich kacke ab. Hey, mit deiner Karre! Scheiß Mission, ey.
So verdammt fies, ey. Schwarzfahrer. Unbedingt speichern jetzt. Und ich hole mir direkt meine Rüstung und leck mich am Arsch, Alter. Geht das echt schnell? Da hätten wir ruhig schon einen Porsche draus machen können. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich irgendwas. Ich hab ihn nicht berührt. Ja, aber doch kein Scheiß. Bastard. Ich hab kacken. Jawohl. Ich bin schneller als du. Ey, Alter. Ich mach jetzt mein Handy aus. Hallo. Okay, jetzt ist lautlos. Ich hänge hier an der Wand fest, weil da so ein Typ ist, der da geht. Voll lustig, ne? So, jetzt guck ich mal eben auf die Karte, die mal wieder nicht geht. K? K. Wieso steht K auf der da? Während ich mich davon entferne. Egal, ich fahre jetzt einfach mal zu den Typen hin. Boah, ihr könnt mich mal so am Arsch lecken. Jungs und Mädels, hier geht's ab. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal hier. So, du Engländer. Dann zeig mal her. I'm gonna save your beer, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the Bugelmeister? He's got your boy lugs. Word is your mate tried to jump. You didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take them? Ah! Oh, in right. Plain English. Keep your party on. They got him across town at the junkyard. Bloody hell, you nutter! Oh, man. Jetzt wäre Rüstung ein bisschen gut, ne? Weil ich weiß, dass wir da kämpfen müssen. Naja, was soll's. Noch ein paar Missionen für Diaz machen. Naja, egal. Ich will nichts vorweggreifen. Ich war. What the fuck? What the? Was geht hier ab? Lance, ich komme! Na, na, na. Wie denn langsam am Laden ist? Puh. Ja, okay, ich bin auch ganz anders an die Mission. Ganz anders. Och, Mann, diese Kackmaus. Das Ding an der Maus liegt am Spiel. Verdammt normal. Verdammte Axt. Oh, diese scheiß Karre ist auch noch, ey. Ja, für den muss ich wirklich Rüstung holen, aber das schaffe ich nicht mehr in diesem Part. Was kann ich zwischen Destiny noch machen? Geile Karre. Ja. Da sitze ich einfach so frech neben dem, ne? Sieht geil aus, oder, Leute? Damit kann man, glaube ich, auch auf dem Strand fahren. Das mache ich einfach mal direkt mal. Ist nämlich cool, damit zu fahren. Vor allem der Motor guckt da draus. Das ist ja mal endgeil. Seht ihr, wie der nicht rutscht? Alright. War keine Absicht, Mann. Ich kann ja auch nichts dafür. Die laufen mir vor das Auto. Was soll ich machen? So. Ist doch so, ne? Hier kann man auf den... Ja,
Die können das. Guck mal, sie weiten näher die Schranke an. Hier tummeln sich so viele Leute, die gar nicht dahin gehören. Ja, es ist nicht viel hier, ne? Man hätte hier so viel verstecken können am Strand. Ich bin sowieso dafür, dass die Leute von Rockstar Games sich mal für ein GTA Vice City Remake, HD Remake, gut sprechen würden. Ne? Das fände ich erstmal richtig geil. Da hat jemand auf mich geschossen. Hm. Achtung, nicht zu viel, nicht zu viel des Guten, aber geil. Ja, am Strand ist nicht viel, anscheinend, schade. Man so viel machen können am Strand. Was soll's. Fahren wir halt hier ein paar Leute zu Tode. Das Lustige ist, ihr fahrt die Leute zu Tode, so viele, so fünf oder so. Kriegt einen Stern. Wir fahren einen Polizisten, zwei Sterne. Hier ist unser Freund der Colonel. Hier lang. Ja, ich mach jetzt eigentlich nur Scheiße in diesem Part, ne? Das nützt euch eigentlich gar nichts. Vielleicht können wir irgendein Gebäude kaufen. Dann mehr speichern. Genau, ich suche mir irgendein Gebäude zum Speichern. Ja, ich kaufe das Krankenhaus. So, gucken wir mal. Hier muss doch irgendwo noch was geben, was ich kaufen könnte. Geld habe ich ja genug. Denk mal da weiter. Ja, genau, da weiter vorne, natürlich. Das wird mir helfen. Upsi. Ja, später werden wir auch noch hier die Disco kaufen können. Deswegen ist das Symbol auch blau anstatt grün. Weil es erst später möglich sein wird, weil es von der Story abhängt. Aber fürs Erste reicht das. Hier war, glaube ich, nix, ne? Also dafür, dass wir schon drei Speicherstände haben, kommt mir das echt verdammt wenig vor. Und wir müssen echt voll weit fahren, um zu speichern. Was echt ein Abfuck ist, aber naja. Muss ja alles sein, ne? Muss ja viel fahren können. Ja, so viel dazu. So, wo war denn das verdammte Haus? Das war hier. Da ist die Weste und da ist das Haus, ja. Halt die Backen, Alter. Ja, nimm's halt nicht. Ich glaube, du bist jetzt aber auch nicht so teuer, ne? Weil du keine Garage hast. Ja. Jetzt können wir auch hier speichern. Umsonst speichern. Wo bezahle ich denn für Speichern, bitte? Sauber. Aber es gibt hier noch mehr. Es gibt hier noch mehr Häuser mit einem. In der Garage auch noch. Da bin ich mir 100% sicher, dass hier irgendwo was mit der Garage war. Hier war auf jeden Fall das eine Ding mit dem Auto. Was war hier in der Nähe? Das ist gar nicht so abwegig. Wechsle ich das jetzt irgendwie? Da ist der nächste Speicherpunkt, das nützt mir nichts. Das sieht man ja auf der Karte da. Also es muss immer ein Speicherpunkt zu sehen sein. Und man konnte auch so ein Gebäude kaufen. Ja, genau! Davon rede ich doch! 8000. Komm, scheiß drauf! El Zwanco Casa! Wir brauchen zwar die Kohle, aber... Naja. Eben, man kann ja auch Autos abstellen. Das lohnt sich. Und außerdem... ist hier oben ein Drogending. Da versuche ich jetzt hinzukommen. Naja, komm. So. Nein! Ah! Da ist nix. Hier ist auch nix. Yeah. Hab ich sie alles verballert? Oh Mann.
davon hätte ich mehr. Meine ganze Rüstung geht gerade am Arsch. Aber naja, Leute, das wollte ich nicht kümmern. Ich beende diesen Part hier an dieser Stelle mit einem fixen Speichervorgang. Und dann geht's schon weiter, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder, Leute. Und ciao. Komische Verabschiedung, ne? Bis zum nächsten Part, Leute, und ciao.